Oh nein. Säuft er ab oder was? Nein, mein Roller ist abgesoffen. Warum? Oh nein. Nein. Jo, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Wow, Alter, es ist saukalt, wir haben minus 4 Grad. Wir sehen, es hat bei uns geschneit. Und ich habe mich sehr warm angezogen, ein bisschen zu warm, glaube ich. Ich habe zwei Jacken an, eine Lederjacke und diese Jacke hier drüber und ein Pulli noch drunter und ein T-Shirt und puh. Alter, ich kann mich fast nicht bewegen und kann nicht so richtig atmen gerade. Oh nein. Die Aprilia ist gedrosselt. Ich habe einen D-Ring drin und wollte jetzt heute mal gucken, wo der Flaschenhals ist. Ob da irgendwo ein Flaschenhals entsteht oder ob sie überdreht. Ja. So 58 laut Tacho. Ein bisschen überdreht sie. Sie braucht noch einen anderen Auspuff. Der Auspuff ist generell nicht so geil. Also ich brauche einen, der ein bisschen gedrosselt ist. Und dann macht die eigentlich keine Probleme. So. War jetzt erstmal nur zum Testen. Ich werde jetzt nicht dauerhaft so rumfahren, weil die jetzt noch ein bisschen überdreht. Okay. Aber dann weiß ich eigentlich schon, was ich wissen wollte. Ab 50 überdreht sie ein bisschen, aber das kommt vom Auspuff. Der Auspuff ist zwar gedrosselt, aber nicht so wirklich. Müssen wir auf jeden Fall noch einen anderen Auspuff holen. Aber ich werde, bis ich den anderen Auspuff habe, den D-Ring nochmal rausmachen dann, damit der Roller nicht unnötig überdreht. Ich werde auch nächste Woche Mittwoch, während wir 11 Grad haben, so zwischen 8 und 11 Grad, da werde ich auch das Thermostat einbauen. Wenn es ein bisschen wärmer ist, dass der Motor besser auf Betriebstemperatur kommt. Das werde ich dann nächste Woche machen. Und einen Kühlwasserstutzen habe ich bestellt, weil der Kühlwasserstutzen, der wo in der Variomatik, auf der Lichtmaschinenseite ist, da ist dieser kleine Nippel abgebrochen, der die Leitungen von der Lichtmaschine nach unten drücken soll. Der ist abgebrochen. Aber da habe ich jetzt dann eben schon einen neuen bestellt. Einen Kühlwasserstutzen. Überdreht halt übel. Ich fahre jetzt halt nicht Vollgas. Über 60 laut Tacho kommt sie nicht. Also dann sind das ungefähr 50 laut GPS. 53 laut GPS darf sie. Ja, dann sind wir auf jeden Fall auf der safen Seite. Nur noch einen anderen Auspuff jetzt holen. Vielleicht kriege ich den noch für ein paar Euro verkauft. Mal schauen. Dann, weil der Auspuff, ihr hört ja auch, der Auspuff ist übertrieben laut. Naja, gut, das können wir alles hin. Ja, Mann, ihr seht, bei uns liegt Schnee. Da fährt man sowieso nicht so schnell bei Schnee. Alles so ein bisschen glatt. Hier wird auch nicht gestreut oder so auf diesen Straßen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh, Alter, es ist kalt, Mann. Was ist das für ein trauriger Schnee, Mann? Aber süß. Oh, Mann. Alter, der Vorteil ist, ich bin so dick angezogen, wenn ich hinfliege, auf Glatteis ausrutsche. Ich bin so dick angezogen, Alter, ich bin einfach rundrum gepolstert. Da passiert gar nichts. Was wir jetzt noch machen müssen, Luftfilterdrossel ist auch drin. Ich habe auch mal eine neue Zündkerze reingemacht. Einfach nur fürs gute Gewissen. Ja, jetzt brauchen wir halt noch einen anderen Auspuff, der nicht so laut ist und nicht so überdreht. Ich weiß nicht warum, aber der Malossi Wild Line ist sich nicht so geeignet fürs gedrosselte Fahren. Nicht wirklich. Weil wenn der Auspuff ordentlich gedrosselt ist, dann überdreht die auch nicht mehr so. Der hat zwar, wie gesagt, der hat zwar eine Drossel drin, aber ich habe das Gefühl, die ist mehr Attrappe, als dass sie irgendwas nützt. Es ist halt auch einfach zu laut, der Auspuff. So, und wir wollen ja mit der Aprilia zu 99% legal bleiben, dass ich wenigstens einen vernünftigen Roller habe. Die Aprilia kriegt auch einen Gepäckträger demnächst. Dafür kommt der Gepäckträger bei der Aerox runter.
Und die Aerox machen wir so ein bisschen als Spaßmobil. Vielleicht kriegt die Aerox auch einen anderen Auspuff, dass die Aerox ein bisschen schneller wird. Mal schauen, weiß nur nicht. Und die Aprilia ist dann so für größere Strecken. Wisst ihr, wie ich meine? Für größere Entfernungen, wenn man mal eine größere Tour macht, wo man Sachen mitnehmen kann und wo man halt auch, wenn man angehalten wird, keine Probleme kriegt. Aber dafür ist sie aktuell noch zu laut. Also Aprilia müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich gebe mal jetzt nicht Vollgas. So passt noch von der Geschwindigkeit, von der Drehzahl, aber wenn ich jetzt Gas gebe, bis 58 ungefähr, aber er überdreht halt übelst. Ja, das ist noch der Auspuff. Das ist noch der Auspuff. Naja. Alter, wie schön das hier aussieht, ne? Alter. Habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Vor zwei Tagen. Na, Quatsch, gestern. Gestern hat es nachts geschneit und ich dachte, joa, bis am Mittag ist der Schnee auf jeden Fall wieder weg. Nee, er ist bis heute liegen geblieben, der Schnee. Und heute Abend soll es noch mal ein bisschen schneien. Oh, richtig schön. Bin es gar nicht mehr gewohnt, wie es aussieht mit Schnee und so. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Kenne ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Zum Thema Aerox. Ich habe mir jetzt wirklich nochmal durch die Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Und ihr habt auch auf Instagram und in den Kommentaren geschrieben, lass es einfach. Und ich werde es auch sein lassen. Da kommt wieder die originale Subframe rein und fertig. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, noch 50 Federbeine zu bestellen. Und dann einfach festzustellen, dass die alle zu weich sind. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust dazu. Deswegen werde ich das einfach lassen. Oh, oh shit. Huh. Oh, alles gut, alles gut. Alles gut. Huh. Oh, Alter, guckt euch mal den Schnee an. Boah, das kenne ich gar nicht. Sie kennt man auch aus meinen Videos gar nicht so, ne? Dass ich mal bei Schnee rumfahre. Krass, ich bin, als ob ich das erste Mal in meinem Leben Schnee sehe. Oh, alles glatt, da brauchen wir ein bisschen Schwung. Aha. Also, Alter, ist das nicht heftig? Ist das nicht schön? Boah, ich finde es super schön hier. Ich guck mal, dass ich gleich so ein bisschen abbiegen kann. Also ich muss sagen, mit zwei Jacken war jetzt nicht verkehrt. Man kann sich zwar nur ganz schlecht bewegen, aber die Lederjacke, die hält so viel Wind ab. Die Lederjacke hält so viel Wind ab. Also es ist heftig. Hallo, was ist das für ein trauriger Schneemann? Oh, süß. Oh nein. Säuft er ab oder was? Nein, mein Roller ist abgesoffen. Warum? Oh nein. Nein. Oh nein. Liegt das an der Drossel hier? Oh nein, bitte lass mich nicht hier stehen. Ein ganz schlechter Ort, um mich stehen zu lassen. Oh. Jo Leute, kleines Status-Update. Ja, das Problem ist, die Aprilia ist scheinbar übertrieben zu mager. Sie geht immer wieder aus jetzt. Wenn ich den Luftfilterkasten zuhalte, bleibt sie an. Wenn ich dann 2-3 Meter fahre, geht sie wieder aus. Jetzt ist ein Mann mir entgegengekommen mit seinem Hund und einem Fahrrad. Und er hat gemeint, er kommt gleich, wenn ich will. Er kommt gleich mit dem Sprinter, 15 Minuten. Dann würde man den Roller einladen und er würde mich nach Hause fahren, weil es ist jetzt doch ungefähr 10 Kilometer bin ich weg von zu Hause, knapp. Und ich habe jetzt auch keine Lust, wenn ich das paar Mal kicken würde, versuchen würde, Luftfilterkasten zuzuhalten, dann würde sie wahrscheinlich wieder laufen. Aber dann halt würde ich halt übertrieben zu mager nach Hause laufen. Deswegen bin ich ganz froh. Warte jetzt hier
und dann fahren wir nach Hause. Aber an dieser Stelle ist das Video noch nicht zu Ende, nämlich ich werde zu Hause, ich habe jetzt eine 62er Hauptdüse drin, ich werde einfach eine 70er reinmachen und dann werde ich es nachher nochmal versuchen, aber nicht mehr so weit fahren. Ah, scheiße, Alter. Komisch, ich habe nichts verändert an der Abstimmung, aber im Sommer richtig gut, rehbraune Zündkerze und jetzt im Winter irgendwie viel zu mager, ne? Naja, weil der eigentlich auch normal, dass er im Winter immer zu mager läuft, aber so sehr zu mager, dass er gar nicht mehr richtig läuft, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, Leute, ich warte hier jetzt noch ein bisschen und dann werde ich euch später wieder berichten, wenn ich zu Hause bin, nicht? Bis denn. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Natürlich Maske haben wir auch aufgehabt. Bin jetzt wieder zu Hause. Alter, ich bin mega dankbar, dass ich den Roller jetzt nicht nach Hause schieben musste. Er war wahrscheinlich wieder angegangen, aber ich wollte jetzt nicht hier zu mager rumfahren. Ich werde jetzt erstmal die 62er Hauptdüse rausmachen und werde eine 70er reinmachen. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.